Andreas Birschner zum zweistimmigen Gesang. Kohlwesen ist ja eigentlich gut gelagert in Tirol. Es hat viel gesungen in Chören und gut gesungen. Aber das, was wir jetzt machen, der Gasthausgesang, der ist verloren gegangen eigentlich. Früher ist man einfach, wenn man am Stammtisch war, ja, gar hat dann ein Lied angestimmt, da hat man halt zweistimmig dazu gesungen, eine zweite Stimme. Und das sollte man wieder ein bisschen beleben, auch das zweistimmige Singen. Weil im Chor, das hast du einen fixen Satz, den du hinlernst, das singst du noch vierstimmig. Aber das, da können die Leute im Gasthaus nicht mitsingen, die können sich vielleicht so lassen. Wenn man aber so singen will, einfach zweistimmig. Wenn das jetzt zwei Frauenstimmen sind, da ist ja gewusst, wer wo oben oder unten singt, der Herr Krauer und singt halt oben. Aber beim Gemischten ist es alle Hakel. Da müsst man alle schauen, dass die Frauen die untere und die Männer die obere Stimme singen. So wie im Paradies. Das. Ja, ja. Ja, ja. Nikolaus Keul mit Versen zum Schmunzeln. Weil wir wieder mittendrin im Sommer sein, Urlaubsgeld, Freuden und mit der Post geht's auf und ab. Bei der Post haben sie vielleicht eine Schlamperei beieinander. Murti Resi. Mein Mann ist zur Kur in Bad Hall und die Karten, die er Nachbarin geschickt hat, tragt den Poststempel von Paris.